Hallo, ich grüße euch zum 16. Teil. Heute wollen wir uns mal ausschließlich mit der Europawahl befassen und was es da für Pannen und Schwierigkeiten gegeben hat. Zunächst erstmal zur Vorgeschichte, hatte ich schon leicht angerissen. Wir hatten uns in der Runde zusammengesetzt und haben uns überlegt, was können wir denn hier machen? Wie können wir dieses ständische Unrecht und diese die Willkür Einhalt gebieten und wirklich, sagen wir, der grundgesetzlichen Ordnung und Sicherheit, die wir hier in dem Land schon mal hatten, in der Weise wiederherstellen. Was kann man dafür selber für einen Beitrag leisten? Das war eigentlich das Ziel. Ja. Und wir kennen ja die ganzen Irrungen und Wirrungen, die andere schon hinter sich haben. Und dann machte dann jemand den Vorschlag, eine Partei zu gründen und innerhalb dieser Partei und in den rechtlichen Möglichkeiten, die Bundesrepublik halt nun mal bietet, unseren Anteil zu leisten, dass wir hier an der Stelle Richtung Bundesstaatenangehörigkeit auch vorankommen. Ja? So, am Anfang haben wir versucht, erstmal rauszukriegen, wie müsste dazu ein passendes Parteiprogramm aussehen, was auch wirklich so umgesetzt sein soll, wie es drin steht. Weil die meisten Parteien haben ja Parteiprogramme und die wollen gar nicht das erreichen, was sie reinschreiben. Und es ist natürlich ein cooles Ding, wenn man das dann wirklich mal genauso umsetzt. Ne? Also wenn die CDU zum Beispiel ihr Parteiprogramm wirklich umsetzen würde, dann würde es so verboten werden. Ja. Gehe ich mal davon aus. Ne? Also machen die was, was sie versprechen den Leuten, was sie eigentlich nie halten wollen. So, und wir wollen aber ein Parteiprogramm machen, was wir dann wirklich umsetzen wollen. Und das war die spannende Geschichte. Ich bin da gefragt worden, ob ich da mitmache. Ich sage, gut, ich bitte mir 5 Minuten Bedenkzeit aus und dann treffe ich die Entscheidung gleich jetzt hier. Na, dann habe ich immer nachüberlegt, was ich denn für andere Optionen hätte. Ne? Gut, ich könnte mich im Verein organisieren, ich könnte auch das weitermachen, was ich bisher mache. Und da habe ich damals vor reichlich 1,5 Jahren gesagt, okay, ich mache das. Und dann haben wir aus den bestehenden Erfahrungen, die wir hatten, die Gründung gemacht und beim Gründungsportal da auch gleich Kandidaten aufgestellt. Und da ging es dann zur Europawahl. So, das heißt, wir mussten dann uns durch die ganzen Formulare lesen und wir hatten auch nur eine Woche Zeit, um die 4000 Unterschriften zu sammeln. Also es ist fast eine Unmöglichkeit, das zu schaffen. War uns auch klar, hat aber auch nicht interessiert. Wir wollten das einfach machen und haben uns auch angemeldet und waren dann auch beim Bundeswahlleiter. So, und in der Vorbereitung dieser Sitzung beim Bundeswahlleiter, müssen wir noch was einschieben, ging es darum, wegen der Staatsangehörigkeit. Dass die Wahlen in der BRD ein hohler Vogel ist, das wussten wir ja aus der Vergangenheit. Wir haben ja schon einige Sitzungen bei irgendwelchen Wahlausschüssen zugebracht. Also insofern ist es kein Neuland gewesen. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt unsere Staatsangehörigkeit quasi beeiden müssen, dass wir sie nirgends abgegeben haben, das können wir ja gar nicht wissen, ob wir das wissentlich oder unwissentlich gemacht haben, wäre ja mal eine spannende Frage, da mal hinzugehen und einfach mal nachzuwaschen, was ist denn hier wirklich los? Ja, und da kamen wir dann auf den Dreh, einfach mal in der Stadt nachzuwaschen, wie wir denn die Staatsangehörigkeit bestätigen können. Da sind wir sozusagen erstmal in das ganze alte Stadtrecht eingetaucht und haben also herausgefunden, dass Chemnitz eine kreisfreie Stadt ist. So, und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht ganz genau, was das denn eigentlich bedeutet. Und inzwischen sind wir aber so weit, dass wir wissen, dass der Kaiser in den Jahren 1900 bis 1914 verschiedenen Städten die sogenannte Kreisfreiheit zugestanden hat. Und manche Städte haben sich dann Hauptamtmannsstädte genannt und die hatten dort einen Hauptamtmann und dieser hat die verwaltungstechnischen Dinge geregelt, also eine Teiltätigkeit des Verwesers gemacht. So, und diese Leute hatten also sozusagen die Kompetenz, die regionalen Verwaltungsvorschriften und so weiter zu erlassen. Also das sind eine niedrigere Stufe eines Gesetzes, was für die Region eben verbindlich war. Ja, und da sind eben dieses sogenannte kommunale Stadtrecht entstanden. So, nun meinen natürlich die Oberbürgermeister und Bürgermeister, und da gibt es eine ganze Gruppe davon, ja, so viel, es gab früher einen und dann war es das. Ja. Gibt es so eine 10 oder so oder mehr.
die alle meinen, sie sind also jetzt wirklich hier die, ja, in der Position dieser Hauptamtmänner. Und das ist aber nicht so, weil nach bundesdeutschem Wahlrecht kann man diese Eigenschaften eigentlich wirklich nicht kriegen. Sie sind alle nur Notstandsleiter, weil sie eben, das wissen wir ja aus den vorangegangenen Teilen, kein kaiserliches Wahlrecht benutzt haben. Und insofern müssen wir uns auch nicht überlegen, ob sie uns mit dem kaiserlichen Verweserrecht um die Ecke kommen können. Das funktioniert nicht. So, aber was sie machen, ist ja, dass sie immer behaupten, das ist alles souverän und alles in Ordnung und alles, was wir tun, das hat alles Recht und Gesetz. Und wir wissen aber, dass es nicht so ist. Ja? Ja, und da haben wir gesagt, na gut, wenn sie sich so weit aus dem Fenster lehnen mit der 116.1 Grundgesetz, dann lassen wir sie doch mal bestätigen. Ja, ja, und als Notstandsleiter dürfen sie natürlich das erstmal festlegen, haben wir uns gedacht. Ja, da sind wir rein, haben uns das bestätigen lassen, da wollten sie erst nicht ran. Vorgesetzten und gab es ein bisschen Disput, haben wir die ganzen Wahlunterlagen vorgelegt und so weiter. Und dann hat der Vorgesetzte angewiesen, dass es genauso ausgefertigt werden muss, wie wir das wollen. Ja. So, das hat dann nicht lange gedauert. Da hat man dann einen Zettel, wo ich sagen muss, das ist ein fast edelfähig. Aber egal, und zwar deswegen, weil ja auch dieser Meldeamtsmann da nun wirklich keine Amtsperson ist, sondern auch nur Notstandsrecht handelt. Dass er das Siegel nicht genau auf 12 Uhr gesetzt hat und dass er wohl auch dann rumgemalt hat und in dem Auftrag unterschrieben. Aber das ist erstmal egal. Er hat ja im Auftrag unterschrieben, was er anderer bezeugen kann, dass es so angewiesen wurde. Insofern ist es natürlich schon eine ordentliche Unterschrift. Dass in das Siegel reingemalt worden ist, gut, kann man sich darüber streiten. Auf jeden Fall ist er in der Nachbesserungspflicht jetzt drin. So, es ist natürlich interessant, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann das dann auch verwaltungsgerichtlich durchzuziehen. Und zwar bis auf die Bundesstaatenangehörigkeit. Momentan besteht die Notwendigkeit erstmal noch nicht. Vor habe ich das, keine Frage. Aber man muss ja klug vorgehen, dass man sich dann zukünftige Wege, wenn irgendwas schief geht, nicht verbaut. Ja? Und deswegen ist es erstmal gut, noch ein bisschen weiter Wissen anzusammeln in der Richtung und dann eben mit dem geballten Wissen, den geballten Nachweisen, die man dann irgendwann mal angesammelt hat, dort die Sache im verwaltungsrechtlich dann durchzuklagen. So, wir wissen also, dass der Hänger im Prinzip die fehlende Verwaltungsvorschrift ist, die die Gemeinde verpflichtet, die Korrektheit der Melderegister zu kontrollieren und zu bestätigen. Also wissen wir schon, wo es klemmt. Jetzt ist es die Frage, wie können wir sie dazu zwingen, das zu korrigieren? Und da ist uns dann klar geworden, in der Häufung der unkorrekten Angaben liegt eigentlich das Rätsel der Lösung. Das heißt, je mehr Leute im Prinzip erstmal bis zu dem Schein der Bestätigung der 116.1 kommen, desto mehr Leute haben ja die Chance, die Nachbesserung zu kriegen. Und deswegen haben wir auch dazu aufgerufen, dass das jeder erstmal bis dahin macht. Und nach Möglichkeit Mittel und Weg gesucht, wie er das Verwaltungskonstrukt dazu bringen kann, korrekte Angaben der Staatsangehörigkeit zu produzieren. Oder die 107 Strafgesetzbuch. So, wir haben jetzt beim Kreisrat eine Strafanzeige eingelegt wegen Identitätsdiebstahl, um eben diese verwaltungsrechtliche Durchsetzung in die Wege zu leiten. Weil er wird sich ja dagegen wehren und genau in dem Moment, wenn er sich wehrt und das nicht so ausstellt, wie wir das wollen, können wir ihm mit der 107 Strafgesetzbuch um die Ecke kommen. So, weil entweder die Wahlen nicht stimmen oder die Staatsangehörigkeit. Ins und Beten, da kann sich dann aussuchen, Pest oder Cholera. Gut, und da kommen wir dann irgendwann bei der Bundesstaatenangehörigkeit raus, weil aus der Nummer kommt er nicht raus, weil die Melderegister für alle falsch sind. Wir haben ja erst nur gedacht, es sind ein paar Einträge falsch. Sie sind wenigstens für die Leute richtig, die nachweislich aus dem Rostock kommen, also die vor 1945 geboren wurden, aber auch dort stimmt es nicht. So, die haben also das Ding ausgereizt bis zum Ende, um eben mit unserer Identität an der Börse zu zocken, ne? Weil es vorne und hinten das Geld nicht reicht. Liegt teilweise an Rot-Grün, dass sie das ganze System runtergewirtschaftet haben und dann irgendwann die Notbremse ziehen müssen und eben mit so einer miesen Nummer wie Identitätsdiebstahl versucht haben, wieder Geld reinzukriegen. Weil es ist ja eine Firma, die kann ja nicht mit Negativkapital arbeiten. So, und das ist eigentlich auch das Rückgrat der ganzen BRD, was wackelig ist und bei der Euro-Krise auseinanderbröselt. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt.
So, nun sind wir natürlich dann los und haben also unsere Stützungsunterschriften gesammelt und wir sind dann, wo der Abgabetermin ist, sind wir also dann mit der Anfechtung des Melderegisters zum Bundeswahlleiter eingerückt, haben das abgegeben dort und da wollten sie es uns erstmal nicht abnehmen. Das haben wir dann doch bestanden, dass das dann wirklich auch abgegeben wird, dass wir eine Empfangsbestätigung kriegen. Und wir sind dann noch, nach uns kam dann noch eine Partei, die hat noch gesehen, dass wir es abgegeben haben. Und wir haben dann bestätigt, dass sie vor 18 Uhr da waren. Das ist doch der perfekte Deal. Ja, also wir haben gesehen, haben auf die Uhr geguckt, dass die vor 18 Uhr da sind. Die haben bestätigt, dass wir es abgegeben haben. So, und als der nochmal kam, der Bundeswahlleiter auch nicht mehr raus. Dann haben sie uns auch die Eingangsbestätigung ausgestellt. Ja, und dann kam die berühmte Sitzung, die ihr im Internet einfach mal in der Mediathek des Bundestages nachgucken könnt. Da gibt es zwei Termine, wo der Bundeswahlleiter zur Europawahl sitzt. Da sitzen ich und der Herr Bengert da und stellen die heißen Fragen. Also ich greife immer dann nur dann ein, wenn ich merke, da hat der Mario, was weiß ich, irgendwas von seinem Vortrag übersehen. Aber es ist wichtig. Also wichtig war mir, den Bundeswahlleiter dazu zu bringen, eine Aussage zu machen, dass er sich an Recht und Gesetz gehalten hat. So, obwohl ich natürlich weiß, an welcher Stelle er das nicht gemacht hat, weil wir haben ja nur die Melderegister angefochten. Ne? Und er hat versucht zu tricksen, dass er das hätte nicht gekriegt, aber er hat es eben in die Kamera hochgehalten und hat vor allen Dingen an der Seite die Lesebalken dran. Guckt euch erstmal im ersten Video das Ding an. Also ihr seht, wie er unsere Anfechtung hochhält. Und an der Seite diese Lesemarken drin sind. Das ist genau der Beweis, dass er es gekriegt hat und dass sie es angeguckt haben. Also muss er zu dieser Sitzung auch Stellung zu beziehen. Wenn er das nicht macht, wenn er da drüber steigt, dann macht er sich da schon strafbar. Und wir wissen ja, dass er aus 2008 Europawahl ja auch schon drin hängt. Und wenn eine Strafanzeige wegen Wahlfälschung schon läuft und die auch noch nicht eingestellt ist, ja, die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt seit 2008 in Wahlbetrug. Wir haben jetzt 2015. Die verschleppen das. Ne? Die machen eine Schiebeakte draus, stapeln das weg und suchen tausend Ausflüchte, das nicht zu untersuchen. Ja. Fakt ist, dass er sich damals schon strafbar gemacht hat, weil er wusste, dass die Kandidatenaufstellung, die die PwC danach eingereicht hat, nicht korrekt sein kann und hat dann hinterher versucht, über die Parteileitung die Protokolle nachträglich zu fälschen. Das habt ihr ja in den vorhergehenden Teilen. Vorteil 7, also in den ersten bis sechsten Teil habe ich das ja erklärt, wie es gelaufen ist. So, also habe ich mich schon gewundert, dass der wieder da sitzt, obwohl er es eigentlich hätte nicht gedurft, weil in einem schwerwiegenden Strafverfahren muss er ja suspendiert werden. Und was sie nicht gemacht haben, deutet darauf hin, dass er es also sich strafbar gemacht hat, dass ihm das überbewusst ist und dass er es wieder versucht hat. So, und das ist natürlich dann. Da ist dann die Möglichkeit der Bewährungsstrafe abgeschnitten. Das ist dann schon mal eine interessante Nummer. Ja, gut. Also, Melderegister hat nicht gestimmt. Dann haben wir gesagt, okay, ich habe den Zettel jetzt gekriegt. Jetzt schicken wir am nächsten Tag nochmal Leute los, die sich die Bestätigung holen. Da haben wir alle Mitglieder angerufen, los, geht auf die Ämter, lasst euch das bestätigen. Und das Ergebnis dieser ersten Runde war, dass es wirklich nur 8 geschafft haben, die Bestätigung zu kriegen, wo man sagen kann, ja gut, das ist hinreichend korrekt. Bei einem ist es sogar perfekt gemacht, also wo das wirklich alles gerade ist, nicht reingeschrieben und so weiter. Zwei oder drei ist es richtig perfekt. Aber die anderen 92 von den 100 Testpersonen, die haben es eben nicht gekriegt. Und die haben aber alle eine Wahlbenachrichtigung gekriegt. So, damit war der Beweis erbracht, dass das Melderegister falsch ist, weil sie die Bestätigung der 116.1 nicht ausstellen. So, und bei manchen haben sie noch ausgestellt, dass die 116.1 nur am Wahltag gilt. Und das ist die Frage, was ist davor und was ist danach? Ja, also, hier ist grundsätzlich was im Argen. Also, wenn wir einen Stichprobenumfang von 100 machen, das ist ein relativ großer, da ist die Irrtumswahrscheinlichkeit plus minus 1, also sagen wir mal maximal 2%, ne? Also wenn man da davon ausgeht, statistisch einigermaßen gleich verteilt ist, da liegen wir also bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit über 90%, brauchen wir nicht diskutieren, ne? Also das ist so in der Größenordnung. Die Schwankungsbreite ist dann nicht mehr so groß. Naja, da haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn man mit solchen Zahlen dann in der Wahl antreten will.
Ja, und das ging dann weiter. Wir haben dann wieder Beschwerde eingelegt, wurden auch das zweite Mal eingeladen und auf den Schriftsatz wurde auch gar nicht eingegangen. Also in dem zweiten Video merkt er, dass der Bundeswahlleiter wieder drüber gestiegen ist und er hat auch dann in den Sitzungen die Wahlanfechtung der anderen Parteien nicht beachtet, wo ich dann auch oft laut geworden bin und habe gesagt, da müsste eigentlich schon Notstandsanwalt geholt werden, weil wenn über Befangenheitsantrag drüber gestiegen wird, dann geht das gar nicht. Ja. Also hier hat er sich weit aus dem Fenster gelehnt und dann kommt noch was viel Schlimmeres dazu. Da waren ja noch zwei dabei, die vom Verwaltungsgericht waren. Also das waren Richter und wenn die Rechtsbeugung begehen, und zwar beginnen sie dann, wenn sie sagen, dass die Wahlkommission nichts über ihnen stünde, was schon mal nicht stimmt, weil sie durch den Bundestag eingesetzt werden und weil sie eine Parteieigenschaft bekleiden. Weil ja die Mitglieder der Wahlkommission aus den Parteien gestellt werden. Und die sind eben durch ihre Parteifunktion, ob sie das nun wollen und ob sie da sich Mühe geben, sind sie befangen. Sie kommen aus einer Gegenpartei, und zwar aus einer Gegenpartei bezüglich allen anderen Mitbewerbern. So. Und das ist eine formale Befangenheit. Ob die da wirklich ehrlich gehandelt hätten oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Sie sind erstmal in ihrer Funktion befangen, weil sie in einer Partei sind. Und möglicherweise würden sie Verstöße, die ihre eigenen Parteien begangen haben, eben nie ahnden. Und ihre eigenen Parteien haben genau den Verstoß begangen, dass sie keine Staatsangehörigkeit nachweisen können. Damit ist das Ding eigentlich schon um die Ecke genommen. Die haben sich durch Befangenheit, da haben sie angezeigt, dass auch die anderen Kandidaten diese Staatsangehörigkeit nicht erbringen können, also nicht wählbar sind. Wird drüber gestiegen. So, und die ZBO, die Zivilprozessordnung, gilt nun mal für das Verfahren. So, und die ZBO erlaubt keine befangene Sitzung. Und damit haben wir die Europawahl im Prinzip weggesägt. Dass sie dann trotzdem drüber gestiegen sind und das Europaparlament entsendet haben, das ist eben diese typische Willkür, die hier in der BRD herrscht. Und das müssen wir den anderen Mitgliedstaaten einfach nur mitteilen. Weil die wollen ja aus der EU raus. Die wollen ja sagen, na gut, ihr habt zwar jetzt was beschlossen, aber wir wollen ja da raus. Und wenn also 2008, 2009 in dieser Zeit war ja das Parlament, was den Lissabon-Vertrag ausgefertigt hat. Und wenn wir da mal ja nachweisen können, dass diese Wahl gefaked war, weil die Kandidatenaufstellung der Partei Bibeltreue Christen hin und her nachfrisiert worden ist, und zwar, dass sie die Mitglieder wieder mal getäuscht hatten, aber es ist nicht nachgebessert worden, hätte sofort eine Mitteilung gekriegt. Ich habe keine gekriegt bis zum heutigen Tag mehr. So, also ist das Protokoll gefälscht und mit gefälschtem Protokoll ja, hängt der Bundeswahlleiter wieder mit drin. Kommt man nicht raus aus der Nummer. Also ist der Lissabon-Vertrag ungültig. Ganz einfach. So, ein ungültiger Lissabon-Vertrag bedeutet also, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus dem Europaparlament jederzeit und auch aus dem Euroraum jederzeit aussteigen können, weil der bindende Vertrag, wo sie alle drüber klagen, nicht rechtens zustande gekommen ist. So, damit wären wir eigentlich schon bei dem Thema Europawahl so gut wie durch. Wir wissen also, dass wir hier einen Wahlprüfungsbetrug haben. Ja, also es gibt immer den Wahlbetrug, dass sie eigene Stimmen nicht gezählt haben oder normale gegnerische Stimmen zu ungültigen gemacht haben. Das ist ja auch so ein sehr beliebtes Spiel. Das braucht uns alles nicht interessieren, weil die Wahlgrundlage ist ja wieder die fehlende Staatsangehörigkeit. Im Europawahlgesetz ist es übrigens der Paragraph 6. Dort wird die deutsche Staatsangehörigkeit nach 116.1 Grundgesetz verlangt. Wir wissen ja inzwischen aus den vorangegangenen Teilen, dass es nicht gilt. Also ist die Europawahl ungültig. So, Punkt. Müssen wir nicht weiter drüber reden. So, dann gab es im Nachgang dann die Wahlanfechtung. Die haben es auch angenommen. Und dann hat das, war ja die Wahlanfechtungs Instanz, wieder diese befangene Wahlkommission, die dann den Vorschlag für den Bundestag erstellt hat, der war natürlich völlig am Thema vorbei. Und der Bundestag selber hat dann auch wieder nicht gegen sein eigenes Interesse entschieden und haben gesagt, das wäre alles nicht gültig und dann müsste es ja unbeachtlich und so weiter. Stimmt ja nicht, weil eine Staatsangehörigkeit ist nicht mal Erfordernis der Wahl. Also hat sich der Bundestag auch selber wieder Wahlprüfungsbetrug zu Schulden kommen lassen. Und dann haben wir es ans Bundesverfassungsgericht gegeben. Und das Bundesverfassungsgericht ist ja dafür eingetreten, dass die richterliche Unterschrift vorhanden sein muss. So, und Bundesverfassungsgericht hat uns ein Scheinurteil erstellt. Also weißt du, dass es bei denen brennt, dass die Hütte dort genauso brennt wie überall anders. Also wenn sie selber schon betrügen und Scheinurteile ausstellen, müssen wir uns über die rechtliche Stellung des Bundesverfassungsgerichts nicht mal unterhalten.
Inzwischen wissen wir aus verbindlichen Quellen, zum Beispiel aus Schulungsmaterial der Bundeswehr, dass das Grundgesetz die Bundesverfassung darstellt. Da muss man sich überlegen, was wir aus den letzten zwei Teilen wissen, dass das Grundgesetz in Mitteldeutschland nicht in Kraft treten konnte, weil bevor DDR und BRD heiraten konnten, beide gelöscht wurden und dieses neue Konstrukt als Nichtregierungsorganisation angemeldet wurde von Genscher. Also sind die zwei ja weder vereinigt, noch hat das neue Konstrukt, was darauf aufgebaut hat, den Rang eines Staates, sondern es ist wieder eine Nichtregierungsorganisation. So, summa summarum können wir dann die Schlussfolgerung ziehen, dass wir hier nicht mit einem Staat zu tun haben, sondern mit handelsrechtlichen Konstrukten und Verflechtungen. So, und darauf kann ich keine Verwesereigenschaft erkennen oder gründen. Das funktioniert nicht. Sind also wieder alles nur Notstandsleiter. Und als Notstandsrecht wissen wir, Notstandsleiter müssen sich an die kaiserliche Gesetzgebung halten. Sie machen es nicht. Sie erzählen den Gemeinden, dass Bundesrecht gilt. Das gilt aber nicht, weil, wie gesagt, der Bundesrecht Mitteldeutschland nicht beitreten konnte. So, und damit sind wir eigentlich bei dem Thema Europawahl auch schon durch. Also ist wieder Hornberger Schießen gewesen und es wurde nichts anderes gemacht, als die europäischen Mitgliedstaaten über den rechtlichen Status von Deutschland hinwegzutäuschen. Das ist alles, was zu dem Thema zu sagen ist. So, und dann befassen wir uns das nächste Mal mit den Kommunalwahlen, die dann im Anschluss waren. Das wird dann Teil 17.